Wenn ihr wissen wollt, was aus diesem ganzen Holz hier mal werden soll, dann bleibt dran. Außerdem beantworte ich eure Fragen. Gestern hat mir mein Holzhändler ein paar Sachen vorbeigebracht. Da wäre zum einen Esche, Massivholz, in den Stärken 27 und 35 mm. Daraus wird ein Schreibtisch gebaut. Der Schreibtisch hat einige Besonderheiten. Das seht ihr alles in dem Artikel, den ich dazu schreibe. Der kommt dann wahrscheinlich in die Dezember-Ausgabe der Zeitschrift Holzwerken. Dann liegt hier eine Sperrholzplatte. Nussbaum funiert, amerikanischer Nussbaum, beidseitig funiert. Daraus werden Rückwände und Füllungen für das kleine Schränkchen, das da hinten steht. Jetzt wird euch vielleicht fragen, bisschen viel für das kleine Schränkchen? Ja, das Problem ist, dass man solche Platten natürlich nicht im Zuschnitt bekommt. Die muss man als Ganzes kaufen. Das ist aber nicht weiter dramatisch, da ich für dieses Schränkchen, das im Online-Kurs gebaut wird, auch ein Materialpaket anbieten werde. Das heißt, aus dieser Platte werden gleich mehrere Rückwände und mehrere Füllungen für solche Schränkchen geschnitten. Und wenn ihr dann wollt, wenn es euch interessiert, könnt ihr das komplette Material für dieses Schränkchen dann bei mir kaufen und dann anhand der Anleitung in den Videos nachbauen. Dann habt ihr keine Probleme bei der Materialbeschaffung. Ihr müsst also nicht eine so große Platte kaufen, für so ein kleines Schränkchen zu bauen. Hier in der Seite steht eine Leimholzplatte, Buche, durchgehende Lamellen, 19 mm stark. Die ist für solche Schneidbretter, die werden im Kurs Oberfräse gemacht. Da schneide ich schon für den nächsten Kurs einige dieser Schneidbretter zu. Ich bereite das immer sehr früh vor. Dann liegen hier unter der Sperrholzplatte noch zwei Fichteplatten. Fichte Leimholz, 19 mm. Daraus werden solche Schränkchen hier gebaut. Ebenfalls Kursmaterial für den Kurs Möbelkonstruktion. Den gibt es als Kombikurs, entweder mit Tischkreissäge zusammen oder als Kombikurs mit der Oberflächenbehandlung. Da noch ein kleiner Hinweis dazu. Der Kurskalender für März-April 2019 ging diese Woche online. Könnt ihr mal reinschauen. Vielleicht sehen wir uns ja mal hier in der Werkstatt bei einem dieser Kurse. Dann habe ich diese Woche noch zwei Vorrichtungen gebaut. Da gibt es demnächst Artikel auf meinem Blog bei Holzwerken dazu. Und zwar sind diese Vorrichtungen die quasi eine Vorbereitung für die Live-Sendung in zwei Wochen, etwas mehr als zwei Wochen. In dieser Live-Sendung zeigen wir euch, wie man Formverleimungen macht. Ganz interessant auch mit der Tischkreissäge das Ganze vorbereiten. Dazu ist diese Schablone hier, das ist eine Leimschablone. Wie das Ganze funktioniert, zeigen wir euch in der Live-Sendung, wie die Schablone gebaut wird. Könnt ihr euch vorher schon auf meinem Blog anschauen. Eine zweite Vorrichtung, die ich auch in dieser Live-Sendung zeigen werde, so am Rande ist das hier, eine Schiebehilfe und die hat eine kleine Besonderheit, das ist dieser Haken hier, das funktioniert ganz gut. Zeige ich euch auch im Vorfeld zur Live-Sendung auf meinem Blog bei Holzwerken. Im Nachgang werde ich die Links auch hier unter das Video packen, ich hoffe, ich vergesse das nicht. Und da könnt ihr euch vorher schon mal anschauen, wie ist das Ganze gebaut und in der Live-Sendung zeigen wir euch dann, wie man das anwendet. Wie eben schon erwähnt, wird ja aus diesem Eschenholz hier ein Schreibtisch gebaut und der hat ein paar Besonderheiten. Das sind zum einen die Schubladen. Die werden grifflos gebaut, das ist noch relativ normal, das gibt es ja mittlerweile oft. Dieses sogenannte Tip-On heißt das bei Blum. Aber in Kombination mit Soft-Close wird das Ganze schon etwas aufwendiger. Leider kann ich euch die Beschläge noch nicht zeigen, die werden die Woche noch irgendwann geliefert, hoffe ich. Aber wenn die Beschläge da sind, zeige ich euch die einmal. Ganz interessante Sache, nicht ganz einfach zu bauen, aber ein ganz besonderer Aha-Effekt an einem solchen Möbel. Wenn man dann diese Tip-On-Funktion, also auf die Schublade drücken, dann kommt die raus und gleichzeitig mit dem sanften Schließen noch kombiniert. Ich hoffe, das kommt gut rüber an dem Schreibtisch. Der Schreibtisch hat noch so ein paar andere Besonderheiten. Vielleicht zeige ich euch in den nächsten Wochen das ein oder andere Mal. Aber wie gesagt, das wird ja alles in dem Artikel in der Holzwerken dann auch dokumentiert. So, jetzt sind meine Auszüge doch noch gekommen, sodass ich sie euch zeigen kann. So sieht also einer dieser Auszüge aus. Das ist der Standardauszug mit Soft Close.
sieht man schön, wie sich das Ganze reinzieht, ganz langsam. Und auf diesen Standardauszug werden noch zwei Teile aufmontiert, einfach aufgeklipst. Das ist einmal dieses kleine Blech hier mit diesem Haken und die eigentliche Tip-On-Mechanik. Und so sieht dann ein solcher Auszug aus. Und das funktioniert auch ganz gut. Man drückt also die Schublade rein, dann springt die auf. Man kann reingreifen und die Schublade aufziehen. Und beim Schließen zieht sich das Ganze locker rein. Das sollte ganz gut funktionieren, wenn da der Schubkasten drauf ist, noch Gewicht drauf ist, dass alles gerade ausgerichtet ist vor allem. Das sieht man auch hier, dann läuft vor allem dieser Softclose besser. Aber das macht einen sehr guten Eindruck. Hier sieht man auch die Synchronisierung. Dieses kleine Teil hier, das läuft dann mit, wenn der Auszug geöffnet wird. Wenn man diese Tip-On-Mechanik nutzt, dann dreht sich das hier und überträgt diese Bewegung auf den anderen Auszug, sodass beide synchron öffnen. Also da bin ich schon sehr gespannt, wie sich die verarbeiten lassen und wie die Schubladen nachher laufen. An diesem Schreibtisch verbaue ich auch zum ersten Mal einen solchen Schiebeverbinder von der Firma Knapp. Der nennt sich Chico. Den finde ich sehr interessant und ich hoffe, dass das alles gut funktioniert. Solche Schiebeverbinder erlauben die Verbindung von Holzbauteilen und gleichzeitig das Arbeiten dieser Holzbauteile. Das brauche ich beim Schreibtisch, weil ich an eine große Massivholzplatte einen Korpus aus Tischlerplatte hänge. Und das Ganze soll zwar fest sein, aber dennoch soll die Massivholzplatte arbeiten können. Und das sollte mit diesen Verbindern ganz gut funktionieren. Die werden mit der Oberfräse eingesetzt, also eine Fräsung gemacht, dann werden die verschraubt. Und dann können diese beiden Bauteile unabhängig voneinander arbeiten, sind aber in die andere Richtung fest verbunden. Bisher hatte ich das immer mit diesen Verbindern hier gemacht. Die verwende ich auch immer noch. Die werden mit der Flachdübelfräse eingesetzt, auch von der Firma Knapp aus Österreich. Allerdings ist hier das Problem, dass man diese Verbinder nur mit relativ kleinen Schrauben fixieren kann. Wenn also größere Kräfte bei den beiden Holzteilen auftreten, die man damit verbindet, dann könnte das eng werden vom Halt her. Und deswegen habe ich diesen Verbinder hier mal genommen, der mit längeren Schrauben fixiert werden kann. Und dann sollte das auch besser halten. Dann möchte ich noch auf ein paar Fragen eingehen, die ihr mir in den Kommentaren gestellt habt. Eine Frage war zum Thema Zinken. Ich habe ja letzte Woche einiges zum Zinken gezeigt, habe auch im Online-Kurs gezeigt, wie man diese halbverdeckten Zinken von Hand macht, statt mit der Maschine. Und zum Thema Zinken kam eine Frage, die lautete, ob man Tischlerplatten zinken kann. Darauf möchte ich kurz eingehen, aber generell zum Thema Plattenwerkstoffe und Zinkenverbindungen. Also zum einen ist es so, dass man Zinkenverbindungen ja eher an Massivholzmöbel macht. Man kann Plattenwerkstoffe zinken, das wird auch in der Industrie gemacht. Ihr könnt problemlos Multiplex mit Fingerzinken versehen. Das geht sogar bei MDF, bedingt sogar bei Spanplatte. Spanplatte bricht aber schnell weg, MDF ist da etwas stabiler. Was solche Schwalbenschwanzzinken angeht, wird es dann etwas schwieriger bei den Plattenwerkstoffen. Denn wenn ihr diese Fräsungen macht, bricht da gerne was weg. Vor allem bei Tischlerplatten. Da gibt es oftmals Lücken in der Verleimung dieser Innenlage. Wenn ihr da genau mit der Zinkenverbindung eine solche Lücke trefft, dann bricht euch die ganze Zinke weg. Außerdem bin ich der Meinung, dass besonders Tischlerplatte gezinkt nicht besonders gut aussieht, da man ja da diesen Schichtaufbau sieht und die Innenlage mit dem Hirnholz finde ich persönlich weniger schön. Bei solchen halbverdeckten Zinken in Multiplex kann das ganz anders aussehen. Das kann ganz gut wirken. Mein persönlicher Geschmack ist das nicht. Aber darum geht es ja hier nicht. Aber ihr müsst halt aufpassen, dass euch da nicht schon vor dem Verleimen die Zinken wegbrechen, da ihr ja einen Schichtaufbau habt und das Ganze in Faserrichtung nicht ganz so stabil ist wie bei Massivholz. Es funktioniert, aber nur bedingt. Probiert es halt mal aus, schaut es euch an, ob es euch gefällt und wenn das Ganze für euch funktioniert, dann macht ihr das halt so. Dann kamen zu dem Thema SketchUp-Video ein paar Fragen, nicht direkt, aber halt Kommentare zu Fusion 360 von Autodesk.
Es haben einige geschrieben, dass sie das Programm intuitiver fanden als SketchUp. Ich denke, das ist eine sehr persönliche Meinung. Jeder geht an ein solches Programm ganz anders heran. Und wenn ihr mit Fusion gut zurechtkommt, wunderbar, dann nutzt das Programm, macht eure Entwürfe damit. Ich für meinen Teil finde es zu komplex, kann aber auch daran liegen, dass ich schon sehr lange mit SketchUp arbeite und da vielleicht etwas betriebsblind bin. Also es ist vollkommen egal, mit was ihr eure Entwürfe zeichnet. Macht es halt mit dem Programm, mit dem ihr am besten klarkommt. Ein Kommentar ging in die Richtung, dass man mit SketchUp nicht genau zeichnen kann. Dem möchte ich widersprechen. Ihr könnt mit SketchUp auf den Zehntel Millimeter, Hundertstel Millimeter genau zeichnen. Ihr müsst das Programm nur richtig bedienen und einstellen, dann funktioniert das wunderbar. Ich habe in dieser Woche einen Artikel beim Holzwerken-Blog online gestellt zum Thema Stücklisten in SketchUp. Schaut euch den mal an, ganz interessant. Es kam auch gleich ein Kommentar vom Entwickler des Plugins, das ich da vorgestellt habe. Das Plugin wurde nochmal weiterentwickelt. Es heißt Open Cut List. Schaut euch das mal an, ganz tolle Sache. Ich bekomme auch kein Geld für diese Werbung. Ich bin einfach nur begeisterter Anwender. Ich habe das Plugin ausprobiert, jetzt auch in der neuen Version. Ihr könnt damit Schnittpläne errechnen lassen. Es hat nicht ganz den Umfang wie mein beispielsweise MaxCut, das ich auch verwende, als reine Zuschnittoptimierung. Aber ich denke, das Plugin Open Cut List wird für 95% der Anwender vollkommen ausreichend sein. Ihr könnt das Ganze immer noch kombinieren mit MaxCut. Den Export aus SketchUp und den Import in MaxCut habe ich euch in diesem Blogartikel genau beschrieben. Schaut mal rein, für diejenigen, die mit SketchUp arbeiten und Fehler vermeiden wollen, vielleicht ein bisschen ihren Ablauf verbessern wollen, weniger Plattenmaterial verschwenden wollen, ist das eine tolle Lösung. Wie gesagt, auf dem Holzwerken-Blog könnt ihr euch das anschauen. Dann kommen immer mal wieder Fragen zum Thema Handhobel. Das ist ein Dauerbrenner, was die Fragen angeht, auch auf meinem Blog, egal wo. Das Thema ist immer aktuell. Es kamen einige Fragen dazu, ob man diese teuren Hobel hier braucht. Ich verwende sehr gerne die Hobel von Lee Nielsen. Sie sind teurer, ja, aber ich finde sie besser. Oder ob man mit den günstigen Hobeln von Dictum oder Yuma, das sind die Eigenmarken der großen Händler, auch zurechtkommt. Klare Antwort, ja, mit diesen Hobeln kann man wunderbar arbeiten. Ich möchte aber weniger auf den Preis eingehen hier. Das muss jeder für sich entscheiden. Ich finde diese Preisdiskussion, billig oder teuer, sehr müßig. Da halte ich mich also raus. Ich gehe einfach mal auf die Unterschiede ein zwischen diesen Hobeln hier. Das gilt auch für viele andere Hobel der unteren Preiskategorie. Das Hauptproblem, das ich bei diesen Hobeln sehe, ist, dass die Griffe relativ klein sind. Das ist für einige Anwender ein großes Problem, denn wenn der Hobel sich unbequem halten lässt, dann arbeitet man ungern damit. Das ist leider bei allen Hobeln dieser Preisklasse ähnlich, dass sie kleine Griffe haben. Das ist das eine Problem. Dann vor allem bei den Flachwinkelhobeln werden hier relativ dünne Eisen verwendet. Bei einem Flachwinkelhobel ist aber ein dickes Eisen von Vorteil. Das finde ich etwas schade, dass hier gespart wird. Ein dickeres Eisen würde einen solchen Hobel enorm aufwerten. Dann ein klarer Punkt, der für diese teuren Hobel spricht, ist die Gesamtergonomie. Ihr habt anders geformte Griffe. Das ist sehr subjektiv. Jedem liegt ein anderer Griff gut in der Hand. Aber dieser Lee Nielsen Hobel ist zum Beispiel wesentlich leichter als der Hobel von Dictum. Und auch viele andere Hobel dieser Klasse. Ich mache es nur an dem Dictum Hobel jetzt mal fest. Das ist ein großer Unterschied. Dann sind die Verstellmechanismen etwas präziser als bei den günstigen Hobeln. Hier ist auch ein wesentlich dickeres Hobeleisen verbaut, was besonders dann zum Tragen kommt, wenn ihr schwieriges Holz hobelt oder mal über einen Ast hinweg hobelt, dann bringt euch ein dickes Hobeleisen einen Vorteil. Bei den kleinen Einhandhobeln sieht man kaum einen Unterschied. Der ist von Yuma, kostet so um die 60 bis 70 Euro. Der ist von Lee Nielsen, kostet gutes Dreifache.
Die Unterschiede sind klein, aber sie sind da. Das ist zum einen die Verarbeitungsqualität, ist bei den teuren Hobeln, egal ob das nun Veritas oder Linielsen ist, wesentlich höher als bei den günstigen, wobei die Verarbeitung der günstigen Hobel immer noch sehr gut ist. Dann auch hier wieder das Thema Stärke der Hobeleisen. Die teuren Hobel haben wesentlich dickere Hobeleisen verbaut, was dem Hobel wieder Vorteile gibt, einen ruhigeren Lauf. Auch hier sind die Verstellmechanismen etwas präziser gefertigt als hier. Das Gewicht dürfte annähernd gleich sein. Hier könnt ihr von einer absolut planen Hobelsohle ausgehen und rechtwinkligen Seiten. Hier kann es schon mal zu kleinen Abweichungen kommen, die aber für die meisten Anwender kaum eine Rolle spielen werden. Wie ihr seht, die Unterschiede sind da, sie sind klein. Der Preisunterschied ist teilweise gewaltig, da müsst ihr selbst entscheiden, ob euch die Sache so viel wert ist. Ich finde diese teureren Hobel einen Tick besser, ich habe sie aber auch fast jeden Tag in der Hand. Mit diesen mittelpreisigen Hobeln kommt ihr wunderbar zurecht, die sind super. Wenn ihr ein Problem mit dem Griff habt, müsst ihr halt schauen, wie ihr da mal zurande kommt. Das war's dann auch schon für diese Woche von mir. Ich muss mich jetzt um meinen Holzzuschnitt noch kümmern, damit der Schreibtisch fertig wird und damit ihr auch was zu lesen bekommt. Ich wünsche euch weiterhin viel Spaß in eurer Werkstatt, habt ein schönes Wochenende und macht was draus.